Wie geht es in Deutschlands Parlamenten zu? Hören da Abgeordnete überhaupt nicht mehr zu? Schauen sie weg? Verstecken sie sich hinter ihren Smartphones und Tablets, wenn unbequeme Meinungen zu Wort kommen? Darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, dessen Video ich gesehen habe. Das habe ich per WhatsApp bekommen. Das geht dort offenbar viral. Und da habe ich mir gesagt, den Herrn möchte ich einladen, mit dem möchte ich sprechen, weil mich dieses Video, diese Aussagen so erschüttert haben und auch beeindruckt. Ich begrüße Antonin Pusek. Sie sind Richter, Volljurist und Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses für die AfD. Guten Tag, Herr Pusek. Guten Tag, Herr Ratschuster. Ja, Sie können das viel schöner erzählen, was Sie in diesem Video berichtet haben. Und drum möchte ich Sie bitten, geben Sie das doch einfach nochmal wieder, ruhig in der Ausführlichkeit, wie Sie es dort gesagt haben, weil ich war offen gesagt erschüttert und ich denke, das muss auch eine breite Öffentlichkeit hören. Also, wenn ich so ein bisschen ausholen darf, ich sitze seit einem Jahr in diesem Haus, das man auch als Hohes Haus bezeichnet. Und ich hatte leider von Anfang an das Gefühl, dass das gar kein hohes Haus ist, sondern dass das irgendwie so eine ganz seltsame Bude ist, wo Dinge gemacht werden, die eigentlich sich nicht so abspielen sollten. Und von Anfang an ist mir aufgefallen, gerade wenn wir von der AfD zu Worte kommen und vorne stehen, und die Leute draußen sehen ja eigentlich immer nur den Redner als solchen. Und sie sehen den Redner und der Redner redet und alles sieht normal aus. Sie hören nicht die Reaktionen im Hintergrund und vor allem sie sehen sie nicht. Und es ist so, dass wenn wir von der AfD drankommen, geht erstmal die Hälfte der Leute raus, um uns zu zeigen, ihr seid scheiße. Und die, die drin bleiben, wollen eigentlich zeigen, wir wollen euch nicht zuhören, indem sie noch mehr als sonst in ihre Handys oder in ihre Computer gucken oder Zeitschriften lesen oder Weihnachtspostkarten unterschreiben oder sonst irgendetwas, einschließlich der Regierungsbank. Das ist wirklich interessant. Also die Senatoren werden von uns kritisiert und währenddessen unterschreibt die Senatorin irgendwelche Akten. Das ist das eine. Dann stehen die Leute auf und bilden Grüppchen, gruppieren sich wie Schüler in der Pause und reden ganz laut miteinander. Es sieht eigentlich aus, als wäre Pause, es ist aber keine Pause. Und die Leute bekommen das nie mit. Und es wird auch nie irgendwas gesagt. Normalerweise ist es ja so, dass der Präsident, der hat ja sozusagen die Sitzungsgewalt und kann sagen, benehmen Sie sich, gucken Sie woanders hin oder gehen Sie raus, wenn Sie reden wollen. Die Abgeordneten werden ja nicht gezwungen, im Sitzungssaal zu sein, im Plenarsaal. Aber der Präsident macht es nie. Die Leute bilden diese Grüppchen und wir haben letztens auch einen Versuch gemacht. Wir haben nämlich zu dritt von der AfD sind wir aufgestanden und haben auch so eine Gruppe gebildet. Und wir wurden wirklich nach 2 Sekunden zusammengepfiffen vom Präsidenten, der uns gesagt hat, oder Präsidentin, ich glaube, es war eine Präsidentin, die uns gesagt hat, Sie hier, was machen Sie denn da? Sie quatschen ja. Und wir haben gesagt, ja, die anderen, die quatschen doch auch alle. Und da wurde uns gesagt, ja, Sie kriegen jetzt eine Abmahnung, das ist eine Kritik am Stuhl. Es ist verboten, den Präsidenten zu kritisieren nach der Geschäftsordnung. Das ist kein Witz. Also die anderen quatschen, es passiert nichts. Wir quatschen, um zu provozieren. Und es passiert das, womit wir gerechnet hatten, also quod erat demonstrandum. Das ist eigentlich das Vorgehen im Parlament. Ich muss zugeben, natürlich gucken sowieso alle wie Schüler, denen die Handys nicht weggenommen wurden vom Klassenlehrer in die Handys, weil wir in einer Zeit leben, wo man sich nicht konzentrieren kann. Das weiß ich. Ich mache das ja auch. Das machen alle in Wirklichkeit. Ich auch. Ja. Aber das Schlimme ist, es ist gleichzeitig ein politisches Mittel, um Desinteresse zu signalisieren. Also um sozusagen ganz klar zu sagen, nein, wir wollen euch nicht. Und deswegen finde ich, dass das Hohe Haus so eine Art Panoptikum geworden ist. Man muss das wirklich so sagen. So eine Art Panoptikumsbude und ich finde das schrecklich.
Und das Ganze hat sich gesteigert. In den Ausschüssen ist es ja so, dass wir nicht im Plenarsaal sitzen, sondern wir sitzen in so einer Art Riesenklassenraum mit U-Form. Und dann werden Menschen angehört, die vorher eingeladen sind. Und es war der Ausschuss für Kultur und Europa. Und im Ausschuss für Kultur und Europa trat der tschechische Botschafter auf, Tomáš Gavka. Gavka ist übrigens ein häufiger tschechischer Name und heißt Dole, ja, der Vogel Dole. Und dieser, der hat also nichts mit dem Outdoor zu tun. Und dieser Tomáš Gavka wurde befragt, weil Tschechien die Präsidentschaft der EU bis zum 31.12. hat. Und es wurden Fragen gestellt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, es sitzt die Opposition, wir mitten Mank, und auf der anderen Seite sitzt die Koalition, und bei denen sind es ungefähr 12 Frauen. Das sind fast nur Frauen natürlich im Kulturausschuss, zumindest bei Rot, Rot-Grün. Und die waren am Anfang sehr Gewehr bei Fuß und wahnsinnig höflich. Und dort steht seine Exzellenz, der Botschafter Tomáš Gavka, und seine Exzellenz und hier und toll, dass sie da sind und wir freuen uns so. Alles wunderbar. Also alle benahmen sich ganz normal. Und dann wurden Fragen gestellt der interessierten Damen von Rot-Rot-Grün. Und dann antwortete der Botschafter diese Fragen eigentlich alle so, als ob er selber Mitglied der AfD wäre. Er sagte zum Beispiel, ja, also Atomkraft, das finden wir in Prag besonders gut, wir haben auch Atomkraftwerke. Oder er sagte, die Flüchtlingspolitik der Jahre 2015 fortfolgende, die fanden wir in Tschechien nie gut. Und wir sind der Meinung, dass Deutschland dort einen völlig eigenen Kurs fährt, der Europa schadet. Und zum Schluss, das war auf meine Frage hin, das fand ich auch ganz bemerkenswert, hat er gesagt, ich habe nämlich gefragt, dass die Standarte des tschechischen Präsidenten würde zieren, die Wahrheit siegt. Das hat Jan Hus auf dem Scheiterhaufen gerufen. Und da habe ich gesagt, sind Sie der Meinung, dass das heute auch noch gilt im Zeitalter von Internet und all diesen Sachen? Und dann hat er gesagt, nein, die Wahrheit siegt nicht. Die Wahrheit wird nie siegen. Wir müssen der Wahrheit verhelfen. Von alleine siegt sie eigentlich nicht. Und als diese Damen merkten, dass der Botschafter Antworten gibt, die sie nicht hören wollten, ach ja, er hat noch eine ganz kluge Sache gesagt. Er sagte, wissen Sie, Oscar Wilde, das war ja ein Snob, und der hat gesagt, dekadent ist eine Gesellschaft, die nur nach dem Preis fragt und nicht nach dem Wert. Sie aber von der deutschen Linken fragen nur noch nach Werten, aber fragen nicht, was uns diese Werte kosten werden. Das ist auch dekadent. Das ist wirklich sehr geistreich. Und dann merken die Damen, in welche Richtung es geht. Und es war wirklich so, sofort, als es in die andere Richtung ging, nahmen sie ihr Handy und alle fingen dann an, in dieses Handy zu tippen und irgendwelche Sachen zu machen. Das war irre, plötzlich, ne? Weil vorher hingen sie an den Lippen des Botschafters. Plötzlich fingen sie an, mit ihren Handys zu spielen oder mit ihren Computern zu spielen. Und ich fand es besonders grotesk. Dann standen sie auch zwischendrin auf, wie es ja so üblich ist, im Plenarsaal, gingen rein und raus, bildeten Grüppchen, wieder Quatschgruppen, wie so 14-jährige Mädchen, die sich nicht benehmen können. Und einige setzten sich dann sogar auf den Boden. Auf den Boden. Also dort sind ja so ganz normale Tische, wie so Schultische. Und die setzten sich dann, wenn da kein Stuhl war, dann auf den Boden und guckten dann so hoch und redeten miteinander. Und dort ist übrigens auch eine Art Vorsitzender. Das ist ein ungefähr 25-jähriges Mädchen, das studiert, das natürlich niemanden zurechtweist. Das ist ja klar. Und ich sah, wie der Botschafter sich total wunderte, also nonverbal, was da eigentlich los ist. Warum denn plötzlich diese ganzen Damen quatschen, in ihr Handy gucken und auf dem Boden sitzen? Der konnte das überhaupt nicht glauben, ich übrigens auch nicht.
Das sind ja Zustände, jetzt hätte ich fast das böse Wort Irrenhaus gesagt, aber das wäre dann schon wieder Delegitimierung der Verfassungsinstitutionen. Aber dieses Benehmen ist ja eine Delegitimierung einer Verfassungsinstitution in meinen Augen. Also Sie sagten es ja schon, das ist ja wie in der Schule, das traut man sich ja in der Schule nicht mal. Und noch dazu Richtig. gegenüber einem ausländischen Diplomaten. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt ja gewisse Gepflogenheiten in zivilisierten Staaten. Ich sage nicht mal Demokratie, die gibt es ja selbst in Diktaturen oder in Monarchien. Das ist ja, also es ist ja wirklich wie in einem Irrenhaus. Ja, also das ist eine Mischung zwischen Irrenhaus und Mädchenlyzeum. Also man weiß es ja nicht genau, was das sein soll, aber so eine Art selbstverwaltete Schule, wo es überhaupt keine Autoritäten mehr gibt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich im Berliner Parlament, das nun Abgeordnetenhaus heißt, also das ist der Landtag von Berlin, gibt es wenig Autorität. Und die Autoritäten werden von Seiten dieser Leute auch ausdrücklich und ostentativ missachtet, weil sie lehnen ja Autoritäten ab. Das kann man ja auch so machen. Man kann ja, Joschka Fischer hat damit angefangen mit diesen Turnschuhen und die haben jetzt alle Turnschuhe und das ist ja nicht mehr originell. Und man kann es machen, wie man will und man kann auch als Mann einen Dutt haben. Aber es ist ja eigentlich dieses nicht autoritätsfrei. Ja, wie bei, wie heißt es, Summerhill, diese komische Schule, sondern es ist einfach sozusagen dem anderen so eine Ohrfeige gegeben durch mein schlechtes Verhalten, durch dieses Ungezogensein zeige ich dir, wie sehr ich dich verachte. Das ist ja im gewissen Sinne eine Art Konfrontation und Kommunikation, indem man Kommunikation ablehnt. Und ich finde, das ist eine ganz gefährliche Art und Weise. Man würde doch eigentlich erwarten, wenn ich im Parlament bin und ich bin mit jemandem absolut nicht einer Meinung. Ich finde Atomkraftwerke schrecklich und ich finde Flüchtlingspolitik wunderbar. Dann fange ich an, mich mit ihm inhaltlich auseinanderzusetzen. Das findet aber nicht statt. Das findet nicht statt, sondern es wird nonverbal argumentiert, und zwar nonverbal eigentlich unter der Gürtellinie. Und das ist so eine Art, die in Berlin herrscht. Wir werden ja, das ist eine Petitesse, aber wir werden ja im Fahrstuhl nicht gegrüßt. Also wenn dort der Fraktionsvorsitzende der Linken ist, ich trete in den Fahrstuhl ein und ich sage Hallo, das ist ja auch schon recht informell, dann antwortet der nicht. Das ist wie bei mir in der Bundespressekonferenz, den Vorsitzenden, da sage ich Hallo, nenne ihn beim Namen und er tut so, als sei ich Luft. Oder Thilo Jung geht danach zum Kamerateam und sagt, dass das bloß nicht so ausschaut, als ob er mit mir geredet hätte. Aber das ist doch, es ist nicht nur extrem unhöflich, es ist undemokratisch, es ist untolerant, unbunt, undivers, all das, was die sich auf die Fahnen schreiben, es ist doch auch noch hochgradig infantil. Die Leute sind infantil. Es ist aber auch eine gewisse Art von Aggressivität, die dahinter steckt. Das darf man nie unterschätzen. Also bei meiner Geschichte zum Beispiel sagte ich dann dem Fraktionsvorsitzenden, und ist das antifaschistisches Nichtgrüßen? Daraufhin fuhr er mich an und sagte, haben Sie ein Problem oder was? Da merkt man schon die Aggression. Und da habe ich gesagt, ja, mit Typen wie Ihnen habe ich immer ein Problem, um ihm zu zeigen, ich verstehe das schon. Weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie versuchen, höflich aufzutreten, wenn man zu ihnen unhöflich ist. Aber sie haben schon völlig recht. Das ist so eine subtil primitive Art, wo man eigentlich Schläge durch Ignoranz ersetzt. Eigentlich hat man das Gefühl, die würden einem liebsten ins Ja, Gesicht schlagen. genau. Und das dürfen Sie noch nicht. Und das wissen Sie auch, dass Sie das noch nicht dürfen. Aber so etwas verändert sich ja. Jetzt aber noch mal einen Schritt weiter. Ich denke, es ist ja eine Binsenweisheit, dass jedes System nur so gut ist wie die Rückmeldung, die es bekommt, dass jedes System auf Kritik angewiesen ist und darauf, dass es auf diese Weise Schwachstellen findet. Diese Verhaltensweise aber, die Sie jetzt schildern, die schließt ja diese Rückmeldung völlig aus. Also das ist ja für ein System, und ich würde jetzt jedes System darunter fassen, eine Katastrophe, wenn es keine Rückmeldung zulässt und sich mit Kritik nicht auseinandersetzt. Und von daher ist das ja
eine Tragödie, eigentlich, dass so eine Auseinandersetzung nicht stattfindet. Wenn die überzeugt sind, dass sie recht haben, müssten die doch Freude daran haben, sie rhetorisch dann im Plenum zu widerlegen. Die müssten ganz aufmerksam zuhören und sagen, so, und jetzt kommen meine Argumente und jetzt sage ich euch, warum das alles falsch ist, was der Herr Prusik sagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und würden sie zerlegen. Aber so kommt kein Feedback an und so schmoren sie im eigenen Sumpf sozusagen. Diese Leute wollen ja gar keine Diskussion. Sie lehnen das ab, weil sie ja wissen und davon ausgehen, dass sie ohnehin die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und die anderen sind für die gar nicht satisfaktionsfähig. Ich bin Genau. für die gar nicht satisfaktionsfähig. Das wäre so, wie wenn ich Kernphysiker bin und ein dreijähriges Kind versucht, mit mir über Physik zu reden, dann würde ich das auch nicht machen. So, und ich glaube, wir werden empfunden, zumindest als dreijährige Kinder. In Wirklichkeit werden wir total verachtet. Und das Schmoren im eigenen Saft, mich erinnert dieses, wenn ich keinerlei sozusagen Feedback habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die wahnsinnig berühmte Szene erinnern können, wie am 23. Dezember 1989 Ceausescu auf diesem Balkon steht und den Leuten sagt, alles in Ordnung, und alle fangen plötzlich an zu schreien, kurz bevor er erschossen wird, einen Tag vorher, und er versteht Er überhaupt nicht, dass versteht. die Leute was dagegen haben. Und dieses Ceausescu-Phänomen oder auch Erich-Honecker-Phänomen findet dort in Wirklichkeit auch statt. Das heißt, wenn ich in meiner Blase bin und ich nehme überhaupt nicht mehr wahr, was es an berechtigter und unberechtigter Kritik gibt, dann bin ich im gewissen Sinne à la longue verloren. Aber das verstehen Sie ja nicht, weil Sie ja glauben, Sie sind die Sieger der Geschichte, zumindest politisch momentan. Und wir von der AfD sind ja ohnehin Nazis, Faschisten, indiskutabel, Putin-Knechte, ich weiß nicht was alles. Wir sind letztendlich, und ich sehe das übrigens auch so im Abgeordnetenhaus, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich bin wirklich überzeugt, dort sind Leute, wenn sie könnten, würden die uns sofort an die Wand stellen. Die würden nicht uns verbieten, sondern das ist solch ein Hass, dass wenn die zu uns rüber gucken, dass ich überzeugt davon bin, die würden uns an die Wand stellen, und unten neben uns sitzt die FDP und einer von der FDP hat sich sozusagen mal verraten und uns rübergerufen, euch sollte man alle erschießen. Ist irre, ne? Man darf ja nun im Plenarsaal sagen, was man will, und das hat keine Folgen, und ich finde das eigentlich auch sehr gut. Aber trotzdem ist es doch so wie in Vino Veritas, wenn einer plötzlich so ganz spontan ruft, euch sollte man alle erschießen, dann weiß man, woran man ist. Und als ich vor einem Jahr ins Parlament kam, dachte ich, dass das so eine Auseinandersetzung ist, auch Freund-Feind, aber ich wusste nicht, dass es eine Frage von Liebe und Hass ist. Und wir werden gehasst Es und ist die, die lieben sich. wie eine Religion. Sie sind die Ketzer. Wobei Sie sagten jetzt AfD, alle Nazis. Ich muss dazu sagen, es gibt durchaus Personen in der AfD, mit denen ich große Probleme habe. Gibt es aber auch in anderen Parteien, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das geht ja in allen Parteien so, wobei es da besondere gibt. Andererseits, Sie haben zum Beispiel einen Migrationshintergrund, wie man neudeutsch sagt. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Tschechische Familie, da beißt sich's doch irgendwie in den Schwanz. Sind sie dann tschechischer Nazis in deren Logik oder wird das ausgeblendet? Ich meine, das ist ja, also, ne, ich verstehe das nicht. Also Ja, ist irgendwie, weil die das Tschechen sind ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt, also die haben ja unter den Nazis gelitten. Und ist auch nicht für große Kollaboration bekannt. Also schon allein von daher ist das ja. ärgert die, glaube ich, besonders, weil ich das ja auch immer zum Besten gebe. Erstens. Zweitens habe ich auch keinen Migrationshintergrund. Ich bin immer der Meinung, ich habe zwar zwei Pässe, aber ich bin in erster Linie Tscheche. Als solcher wurde ich geboren und als solcher werde ich sterben. Und trotzdem lebe ich in diesem Land und setze mich politisch dafür ein, weil ich dieses Land auch liebe. Und das verstehen die überhaupt Da wird es ja nicht, noch weil es komplizierter, ja weil Sie so, müssen ja es muss Ausländer ja, feinden. genau, nach dieser Logik muss es ja sein. Wir sind dumpfe deutsche Nazis und sie Genau. sind gute Migranten. Und es kann nicht sein, dass jemand sozusagen auf Seiten der dumpfen deutschen Nazis ist und gleichzeitig
auch überhaupt kein Problem damit hat, zu sagen, ich bin ja eigentlich kein Deutscher. Ich bin Tscheche und ich finde das trotzdem, dass es geht mir um deutsche Kultur und um Europa und so weiter. Das verstehen die nicht. Und in dem Moment, wo sie das nicht einordnen können, ist das für sie ein ganz großes Problem. Gerade übrigens für die anderen Abgeordneten, die auch in Anführungsstrichen Migrationshintergrund haben, die würden ja nie sagen, ich bin Türke. Die würden ja immer sagen, nein, ich bin Deutscher. Was ja total abwegig ist, weil das ist ja das Problem. Also wenn ich nämlich von woanders her bin und ich habe ein Problem damit, dann will ich dieses Problem der Mehrheitsgesellschaft auferlegen und sagen, es kann ja nicht sein, dass ihr Türken doof findet. Ich bin der Meinung, wenn ich zum Beispiel als Tscheche mir sagen würde, ich find's doof, dass in Deutschland Tschechen diskriminiert werden, dann würde ich hier einfach weggehen. Das wäre doch die richtige, ich kann doch nicht die Mehrheitsgesellschaft umerziehen. Das muss doch auch gar nicht sein. Und das sind natürlich so Denkweisen, mit denen die nicht zurechtkommen, weil sie ein ganz vereinfachtes Schwarz-Weiß-Denken haben, ideologisch. Und deswegen ärgert die bestimmt dieser Migrationshintergrund besonders, mit dem sie gar nichts anfangen können. Ich habe ja auch viel Osteuropa-Erfahrung und meine Erfahrung ist, dass die Osteuropäer tendenziell, ohne zu verallgemeinern, eine gewisse Impfung haben und zwar nicht die Impfung, YouTube-Zensoren, jetzt bitte genau aufpassen, ich rede nicht von einer medizinischen Impfung, ich rede von einer intellektuellen Impfung gegenüber Sozialismus, sozialistischen Ideen und allem, was nach Sozialismus riecht. Und wie sehen Sie das? Haben Sie da vielleicht als Tscheche ein besonderes Gespür dafür und erkennen in vielen Dingen, die hier ablaufen, dass das an die totalitären Traditionen im Sozialismus erinnert, was zum Beispiel jetzt gebürtige Westdeutsche, die das nie erlebt haben, nicht erkennen? Also in meinem Elternhaus, würde ich sagen, gab es eine große Religion. Das war nicht die katholische oder evangelische, es war der Antikommunismus. Das war die Religion, mit der ich wirklich erzogen wurde. Das war Thema Nummer eins. Meine Eltern sind beide Jahrgang 41 gewesen und haben immer erzählt, wie der Stalinismus ihre Jugend zerstört hätte. Genau. Und sie haben sich unglaublich viel damit beschäftigt und ich habe da sehr viel mitbekommen. Und ich glaube, das hat mich entscheidend geprägt. Das zeigt sich schon daran, ich bin ja Jahrgang 62. Als ich 20 war, waren ja alle gegen NATO-Doppelbeschluss und ich weiß nicht was und Mutlangen und so. Ich habe mich da nie beteiligt. Und als alle Stopp Strauß an der Jacke hatten, habe ich mich auch nie beteiligt, weil ich Strauß gut fand. Und ich fand auch die NATO gut und ich fand Aufrüstung gut und ich fand Raketen gut, die nach Moskau fliegen könnten, wenn die und so weiter. Das habe ich schon damals, als es noch Ost und West gab, ich also nur mit Westdeutschen, ich habe in Regensburg dann studiert, zu tun hatte, habe ich das immer empfunden als, ich bin da anders sozialisiert. Ganz, ganz eindeutig. Und das habe ich auch später immer so empfunden. Es war ja nicht so, dass meine Eltern automatisch den Kapitalismus wahnsinnig gelobt haben. Meine Eltern waren auch sehr kritisch zu Deutschland zum Beispiel. Aber es war einfach so, Impfung ist richtig. Es gab gewisse Verhaltensweisen, da wusste ich, das ist ganz großes Unrecht, das ist ganz großer Mist. Und vor allem haben meine Eltern mir immer beigebracht, pass auf, wenn das Linke sind. Meine Eltern waren natürlich auch gegen Nazis und Faschisten rechts, das war selbstverständlich. Aber diese Abgrenzung gegenüber links, die fand, glaube ich, in Westdeutschland in vielen Familien nicht statt. Und warum fand sie nicht statt? Das war eine Antwort auf 33 bis 45. Die 68er haben doch diese Zeit aufgearbeitet, indem sie dann plötzlich Ho 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 Chi Minh riefen und dieses Land verändern wollten. Das war eine Aufarbeitung der eigenen schlechten Vergangenheit. Und das führte wiederum dazu, dass man sich in eine Richtung begab, die in Osteuropa undenkbar war. Und ich weiß ganz genau, wir sind ja 69 nach Westdeutschland gekommen. Meine Eltern konnten es nicht glauben, wie es an den Universitäten und so zugeht. Plötzlich wurden sie behandelt, als seien sie selber halbe Faschisten. So nach dem Motto, es kann doch gar nicht sein, ihr seid da weggegangen und ihr habt dieses Land verraten. Und es ist doch wunderbar, wenn der Prager Frühling, das Volk erhebt sich und so. Und meine Eltern verstanden das zuerst nicht, weil das wird
tatsächlich in Osteuropa nicht verstanden. Genauso wie jetzt, wenn ich in Prag bin und den Leuten über Migration in Westdeutschland oder in Westberlin oder in Berlin oder in Paris erzähle, die Leute verstehen das nicht. Genau, bei mir Die das Leute Gleiche in denken, Russland, ich erzähle Montenegro. von nicht existenten Welten. Ja. Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch das große Problem. Diejenigen, von denen Sie jetzt erzählt haben, die da große Sympathie für die Kommunisten hatten, habe ich ja erlebt bei den Jusos, für die war die DDR das bessere Deutschland, ganz offen, sind die, die heute an der Macht sind. Das muss man ganz klar sagen. Ich war da ja sehr jung, die waren alle 10 Jahre älter oder so, und die sind heute in den höchsten Funktionen im Lande. Und ich glaube, wir haben kein Sozialismus-Tabu. Wir haben Gott sei Dank ein Tabu gegen Rechtsradikale, wunderbar, sehr wichtig, und da müssen wir auch immer wachsam sein, völlig bin ich dabei. Wir haben aber kein Tabu gegenüber Linksradikalen, und Sie haben das ja schon bei der Linken angesprochen, die ja im Parlament, die werden sicher von allen gegrüßt, obwohl sie rechtsidentisch sind mit der SED. Da hat aber niemand ein Problem, offenbar, außer Ihnen vielleicht. Da hat wirklich keiner ein Problem. Da hat keiner ein Problem und ich finde das ganz interessant. Ich grüße die ja übrigens, weil ich ja diesen Hass nicht habe, einerseits. Und andererseits habe ich sogar das Gefühl, dass diese Leute, sofern sie noch Genossen von früher sind, da gibt es noch so Restbestände, echte alte Genossen, meistens Damen, wo ich mir so sage, Mensch, die kenne ich doch alle aus dem DDR-Fernsehen, die finde ich manchmal sogar viel angenehmer als diese jungen Kommunisten, die da irgendwie nachgewachsen sind und aus Böblingen sind oder aus Öhringen oder sowas und nach Berlin kommen und hier bei der Linkspartei eintreten und dann irgendwie so eine Art Sozialismus, Kommunismus und Wokismus und Globalisierungspolitik machen und glauben, sie hätten jetzt die neue Ideologie, die die Menschheit rettet. Die finde ich übrigens zum Teil viel schlimmer. Und ich bin überzeugt, also das ist ja jetzt nicht sehr originell, aber das sind für mich eigentlich so eine Art Linksfaschisten, weil ich merke, dass sozusagen das Totalitäre dieses Denkens dieser jungen Leute ganz, ganz schlimm ist. Junge Leute sind ja häufig, denken wir nur an Pol Pot, der hat ja diese Kinder, die die Erwachsenen getötet haben. Junge Leute sind ja häufig viel grausamer. Und diese alten Genossen, die haben durchaus erkannt, dass manches von dem, was sie früher gemacht haben, nicht ganz so gut war. Und diese junge Generation, auch bei den Grünen zum Teil, die haben das alle nicht mehr. Sie haben ein Schreckgespenst rechts, das bekämpfen sie. Und sie wissen gar nicht in Wirklichkeit, was es heißt, rechts zu sein. Die haben ja so den Eindruck, dass rechts von der CDU dürfte es nichts mehr geben. Die ist ja auch schon gar nicht mehr so richtig in Ordnung. Und ansonsten haben sie diese anderen Ideologien verbunden mit diesen. Ja, mit dieser Verehrung letztendlich dieser linken Gedanken, die 1920 so en vogue waren. Und das ist eine ganz seltsame Entwicklung. Und ich habe immer so den Eindruck, es wird ja so gesprochen über Hufeisentheorie und so. Die Hufeisentheorie, die findet nicht etwa statt zwischen AfD und Links, dass das Hufeisen sich schließt, sondern innerhalb der Linken. Die Linken sind ein eigenes Hufeisen und haben so was ganz Rechtes. Und dann wieder ganz Linkes und vereinen sich als eigenes Hufeisen, was die Linken früher vielleicht nicht hatten, weil sie ja betont tatsächlich gegen den Faschismus waren. Und diese Leute erkennen vielleicht gar nicht, dass sie auch ganz faschistoid sind, aber weil sie ja so von ihrer Ideologie überzeugt sind und sie halten sich für bessere Menschen, werden sie faschistoid. Und das verstehen sie nicht. Sie müssen sich vorstellen, Herr Reitschuster, die Linke bei uns im Parlament, die tragen alle Masken die ganze Zeit. Also wenn die im Plenarsaal sitzen, haben sie eine Maske und gehen dann zum Pult und dann legen sie die erst ab. Die haben die Maske ja nicht, weil sie denken, die stecken sich an. Die haben die Maske, weil sie mit der Maske zeigen wollen, dass sie bessere Menschen sind. Das ist sozusagen der Ausweis Genau. ihres Gutmenschentums, den tragen sie vor der Fresse und haben das so, damit die anderen sehen, ach, das sind die Guten, wir sind die Guten. Und wir sind ja natürlich auch Corona-Leugner, wir leugnen ja nach deren Ansicht wirklich alles.
Sie verwenden jetzt immer den Begriff faschistisch. Ich bin bei dem immer skeptisch. Ich verwende viel lieber den Begriff Bolschewismus, wobei ich den Bolschewismus für extrem gefährlich halte. Und wir vermischen ja in Deutschland auch immer den Begriff Nationalsozialismus und Faschismus. Das ist ja eine alte Erfindung von Stalin, weil dem nicht gefiel, dass bei Nationalsozialismus Sozialismus vorkam, weil das eben darauf hinwies, dass es die nationalen Sozialisten waren, im Gegensatz zu dem internationalen. Und der Faschismus ist ja wieder eine eigene Besonderheit. Und in meinen Augen sind die näher, weil der Faschismus war ja sehr konservativ und auch christlich geprägt und dergleichen. Und in meinen Augen sind die viel näher beim Bolschewismus, den ich aber für extrem gefährlich auch erachte. Aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Was wir meinen, Ja, ist eben es diese ist doch eine totalitäre, genau, Terminologiefrage. terminologische Frage. Bolschewismus und Nazismus sind sich zweifelsohne näher. Die hatten ja auch nicht umsonst diesen Pakt geschlossen. Nationalsozialismus. Na, ich nenne sie immer nationale und Ja, internationale okay. Also Sozialisten. Nationalsozialismus und Bolschewismus, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Man sieht es auch übrigens in der Bildsprache, wenn sie sich so Reklameplakate aus den 30er Jahren irgendwie für die Olympiade anschauen und sie gucken sich russische Plakate aus der gleichen Zeit an. Das sieht alles völlig identisch aus. Ja, das sieht alles völlig identisch aus. Das ist das gleiche Denken. Das ist übrigens auch die Vernichtung von Menschen in Millionengröße, die keine Rolle spielt. All diese Dinge sind identisch. Und da haben Sie recht, da ist der klassische Faschismus ist ja geradezu harmlos dagegen im Vergleich mit diesen beiden anderen großen Ismen. Das ist ganz klar. Genau, ohne den schönreden zu wollen, aber der Nein. Nationalsozialismus, das ist schon nochmal, also selbst in Mussolinis Italien, bei allen schrecklichen Verbrechen und dergleichen zu solchen Exzessen wie im Nationalsozialismus, kam es bei all den örtlichen Inzessen Absolut. nicht. Aber ich bin ja immer dagegen, dieses Unrecht gegeneinander aufzuwiegen. Das ist in meinen Augen eines der großen Übel unserer Zeit, dass man dann immer den Bolschewismus schönredet, damit, dass man sagt, der Nationalsozialismus war noch schlimmer. Mag so sein, aber das macht es kein bisschen besser. Ganz zum Schluss, wir sind weit in der Zeit. Eines möchte ich noch dazu sagen, ich werde jetzt wieder massiv kritisiert werden. Warum Sie sind ja AfD-Abgeordneter, warum ich nicht die ganzen bösen Fragen stelle. Wir haben heute ein anderes Thema und ich finde, Kritik an der AfD, die findet man in jedem großen Medium. Mein Tag hat nur 24 Stunden. Bitte machen Sie eine Stunde ARD an, dann werden Sie genügend Kritik an der AfD finden. Ich kann jetzt hier nicht im Proporz oder noch in der Quote all das aufführen, weil das geht einfach nicht. Und ich denke, an Kritik an der AfD haben wir kein Defizit in unserer Medienlandschaft. Und Absolut. ich kann nur die Defizite auffüllen. Und ich bin von Dafür jeder sorgt Partei, zum Teil leider die AfD selber. genau, das muss man ganz klar sagen. Und da ist, ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist heute eben nicht unser Thema. Und dass da sehr, sehr viel schiefläuft und dass da Leute dabei sind, die, wie soll ich das höflich ausdrücken, bei mir eine Antipathie auslösen, das ist leider nun mal so. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Sie haben das ja gesagt, bei den Jungen ist es besonders schlimm. Und was ich höre aus allen Bereichen, im Journalismus, in der Justiz, dass eben sehr viele Ältere gemäßigter sind, gewissen Abstand haben zu diesen Glaubenskriegern, zu diesen Kulturrevolutionären, aber die gehen ja allmählich alle in die Rente. Sie sind ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und wo kommen wir dahin? Also im Journalismus ganz klar, diese junge Generation hat das Zepter übernommen, immer ideologischer, immer glaubenskriegerischer, immer kulturrevolutionärer. Was Sie jetzt erzählen aus dem Parlament, schlimm, die Alten gehen weg. Das ist ja eine dramatische Entwicklung dann, die ganz gefährlich ist. Oder wenn die klüger? Ich glaube übrigens nicht, dass man mit dem Alter klüger wird. Man wird höchstens ein bisschen nachgiebiger. Ich glaube, man wird, wenn man schlechte Eigenschaften hat, verstärken die sich. Und man ist vielleicht nicht mehr ganz so streng, aber ich glaube nicht, dass das Alter zur Weisheit verhilft. Die werden nicht weise. Aber Generationen wechseln sich ab. Also es gibt sozusagen immer einen Zeitgeist und dieser Zeitgeist wird beherrscht und biologisch wird sich die Situation ändern. Wenn Sie darüber nachdenken, die Leute, die heute an der Macht sind, oder die 68er, die damals anfingen, die Jahrgänge 48, das löst sich allmählich biologisch und die Generationen sind nie gleich, sondern häufig wechselt es. Ich bin der Meinung, wir, also die Babyboomer letztendlich, die ja auch sehr verachtet werden von diesen Leuten, wir, die Babyboomer, haben zum Teil, sobald wir noch aktiv sind, Angst.
und halten uns sehr zurück. Ich kenne das auch aus der Justiz. Da gab es durchaus Leute, die politisch meine Meinung waren, das aber nie gesagt hätten, nur im innersten Zirkel sozusagen, einerseits. Zweitens geht es natürlich um Karriere und drittens, wenn man im letzten Lebensdrittel steht, dann sagt man sich, macht doch euren Scheiß alleine, wie der sächsische König gesagt hat, als er abtankte. Und dann hat man kein Interesse mehr. Ich glaube, diese Leute bleiben jetzt am Ruder. Die, die jetzt 40 sind, sagen wir mal, oder vielleicht sogar noch jünger, die bleiben in ihrer aktiven Zeit, bis sie 60 sind, am Ruder und werden dann wieder abgelöst von einer anderen, neuen, jungen Garde, die aber eben anders sein wird. Das war ja selbst in der Sowjetunion so, dass die Leute, die die Revolution gemacht haben, waren andere Leute als nachher Chruschtschow zum Beispiel. Ne? Und deswegen gibt uns das im gewissen Sinne Hoffnung, aber man muss schon da mittel- und langfristig denken. So schnell wird das nicht sein und es wird sich auch nicht im Rahmen dessen ändern, was die Leute selber im Kopf haben. Also so optimistisch bin ich nicht. Ich bin da eher Pessimist, muss ich leider sagen, Herr Reitschuster. Mein Herz ist immer optimistisch und mein Verstand sehr pessimistisch und die streiten sich dann. Weil im Herz glaube ich, es muss ein Happy End geben und das löst sich auf und mein Verstand sagt das Gegenteil. Der sagt, es wird entweder weiter in die Katastrophe gehen oder wir werden relativ bald eine Katastrophe haben und erst die wird zum Umdenken dann führen, wie eine Katharsis. Aber wir wollen natürlich alle keine Katastrophe. Die aristotelische Katharsis noch eintritt, ja. Genau. Also wollen wir auf ein Wunder hoffen, wollen wir hoffen, dass Sie Unrecht haben, dass mein Verstand Unrecht hat und dass mein Herz Recht hat, auch wenn ich eigentlich nicht mehr an Wunder glaube, aber in der Weihnachtszeit darf man das. Vielen herzlichen Dank. Ich erinnere nochmal daran, mit mir heute im Interview Antonin Brusek, Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses des Landesparlamentes für die AfD, Volljurist und Richter. Vielen Dank, Herr Brusek. Vielen Dank, Herr Reitschuster. Danke für die Einladung. Tschüss. Genau. Danke und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie ein Abonnement, wenn Sie es noch nicht haben. 360.000 Abonnenten haben wir inzwischen hier. Lassen Sie ein Like da, um die Algorithmen auf Schwung zu bringen. Klicken Sie auf die Glocke, dann werden Sie benachrichtigt, wenn etwas passiert. Schauen Sie mal auf den Shop meiner Unterstützer. Hier habe ich wieder was Schönes an. Die haben teilweise meine Lieblingssprüche gemacht. Hier nur tote Fische schwimmen gegen den mit dem Strom. Genau, das ist bei uns beiden nicht der Fall. Zumindest sind wir keine toten Fische. Unter www.eine-frage-noch.de können Sie das alles anschauen. Und wer kann, freue ich mich immer über Unterstützung, weil wir haben keine GEZ-Zwangsgebühren, wir haben keine Steuermillionen für Werbung wie die großen Medien und wir haben auch nicht einen Milliardär im Hintergrund, der kräftig den Geldbeutel zückt, um uns zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank und Ihnen, Herr Busek, wünsche ich, dass Sie im Parlament endlich lebhafte Diskussionen haben, dass Ihnen auch heftig widersprochen wird, aber dass es eben eine Diskussion gibt und nicht dieses Wegsehen. Weil ganz egal, wer das ist, so kann Demokratie einfach nicht funktionieren. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich werde mich bemühen, auf den Pudding zu hauen, wie der Berliner sagt. Ja? Alles Gute, danke, wiederhören.